Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Jo, wir müssten jetzt noch ins neue Lager zurück. Lester haben wir jetzt hier benachrichtigt, dass er sich mit Diego treffen soll. Gorn müssen wir noch benachrichtigen und das neue Lager warnen, weil wir wurden zum Verräter erklärt vom alten Lager. Und ich verstehe auch noch nicht, warum. Also, warum sind wir jetzt der Verräter? Also, ich habe verstanden, dass Gomez auf jeden Fall in einer schwierigen Position momentan ist, weil er seine Mine verloren hat, weil die eingestürzt ist. Und jetzt die neue Mine vom neuen Lager da überfallen will. Aber womit ich da jetzt als Verräter gezählt werde, verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich finde es aber auch schade, dass ich jetzt die Gardisten und so weiter da, die mich angreifen, nicht töten kann. Klar, ich kann die alle umhauen und so. Und denen die ausrauben und so weiter. Aber den ganzen Rest, kein Schimmer, warum das nicht geht. So. Da vorne haben wir auch noch einen Turm. Was ist denn das denn für ein Turm? Da sind Beißer. Aber die sehen ein bisschen anders aus, oder? Die Beißer. Ne, Razor. Yo. Alter, was? Das sind ja ganz andere Viecher. Hier haben wir gespeichert, ne? Das ist aber ein cooler Turm da hinten. Das ist ein Beißer. Die können wir machen. Nehmen wir mit. Wir haben jetzt mehr, als wir verkaufen können eigentlich. Da sind wieder Razor. Das sind auch wieder Razor. Ah, jetzt hänge ich hier fest. Und da haben wir einen Feuerwaran. Kommen wir gegen die Feuerwarane schon an? Jo, gegen Feuerwarane kommen wir an. Okay, nice. Feuerwarane sind kein Problem mehr. Jo, was ist das denn für eine Brücke? Wo genau sind wir hier? Das ist das komplette Orkgebiet. Bergmoos. Nehmen wir mit. Krass, hier bei den Orks ist alles unerforscht. Waldbären, Waldbären, Flammendorn. So, können wir einen davon schon mal hierhin locken von den Orks? Nur einen. Nein, nur einer. Ich habe nur einen gewollt. Ich wollte nur gegen einen kämpfen. Jo, wie lange bleiben die jetzt hinter mir her? Gegen zwei komme ich nicht an. Glaube ich zumindest. Achso, ist jetzt noch einer oder wie? Nee, das sind zwei. Aua. Gegen zwei komme ich noch nicht an. Gegen zwei will ich auch noch nicht kämpfen.
Hey Pancho, ich habe hier ein paar Freunde mitgebracht. Kämpf du mal gegen die Orks. Ja, verschwinde. Komm, wir gehen mal hier rum. Ich glaube, hier waren wir noch nicht entlang gelaufen. Doch, hier sind wir auch schon mal entlang gelaufen. So. Die hängen da jetzt fest. Ich hoffe, die finden uns auch nicht mehr. So. Okay, warte mal, hier nochmal ein Safe Game. Nochmal kurz was futtern. Oder die Heiltränke. Was ist das? Bonus für maximale Lebensenergie. So, ich will jetzt mal gegen. Ist ja auch noch eine Höhle. Nachtplatz gibt es hier. Ich hoffe, die Orks sind jetzt aber nicht mehr hinter mir her. Ne, die scheinen nicht mehr da zu sein. So, aber die beiden will ich jetzt fertig machen. Ja? Ey, hör auf den. Ne, nicht speichern, sondern laden. So, nochmal. Ich glaube, hier wird es eher Sinn machen, zu speichern. Erstmal den mit der Armbrust. Der ist am gefährlichsten. Ach. So. Nehme ich euch jetzt alles weg. Habt ihr nicht verdient. So. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ist mir doch egal. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. So, kann ich... Ich kann die nicht töten, ne? So, nochmal voll machen. Einmal alle gelootet hier. So, nochmal ein Safe Game. Jetzt haben wir die nämlich. Und auch ins neue Lager. Wie sieht's mit Cavalon aus? Hat der jetzt auch ein Problem mit mir oder ist ihm das egal? So. Hey, keine Angst, Mann. Komm mal rüber. Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Ich hab mich hierher verzogen. Für den Mist, den die Gardisten gerade abziehen, habe ich nichts übrig. Aber ich habe mir ein paar gute Stücke aus der Waffenkammer mitgenommen. Wenn du eine Waffe brauchst, sag mir Bescheid. Jo, kann ich von dir lernen? Kann ich von dir lernen? Wenn du genug Erz hast, zeige ich dir den Umgang mit der Armbrust. Gib mir einfach 200 Erz. Okay, aber Armbrust Stufe 1, 200 Erz, 10 Lernpunkte. Nee, machen wir nicht. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, 1000 Erz hat er. Leichte Armbrust, Armbrust. Die gibt sogar 85 Schaden. Gardeschwert, nee, rostiges Bach. Ja. Kriegerurteil. Einhandwaffe. Schaden 57. Hier, Sturmgeflüster. 58 Schaden. Gardistenhand, 59 Schaden.
Rostiger Zweihänder, Schlachter. Vollstrecker, 65 Schaden. Dann hier Berserkerwort, Einhandwaffe. Alter, was? Hüterklinge, 71 Schaden, Zweihandwaffe. Das ist schon das letzte. Berserkerwort, das wäre das, was ich haben will. So, dann gebe ich ihm aber die ganzen anderen Waffen, die ich habe. So, was habe ich hier sonst, was ich ihm geben könnte? So, Münze und... Wieso sind die jetzt aus zwei Stacks? Okay, warte mal, ich kann ihm jetzt nicht einfach so noch was... Karte von Saturas. Hier, kannst du haben. Hier, Tagebuchseite, kannst du haben. So, kannst du auch alle haben. Kann ich ihm noch geben. Starkbier. Dann hier Reitschnaps. Ja, komm. So, machen wir so. Und jo. So, wo haben wir jetzt die gute Waffe? Warte mal, habe ich mir jetzt aus Versehen... Zeig mir deine Ware. ...meinen guten Bogen verkauft? Wo ist der gute Bogen hin? Wolfsfetzer. Den will ich wieder haben, ja. Kann ich ihm das hier geben? So. Die Bolzen kann ich ihm auch andrehen. So, und dann gönn. Wohl. Nee. Das Schwert, was wir jetzt haben, ist das Beste, glaube ich. So. 642. Kriege ich von ihm. Jo, passt. Okay, Scorpio und Cavalorn, die sind auf meiner Seite. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ah, okay, der hat auch noch Erz. Okay, aber jetzt geht's für uns auf ins neue Lager. Aber okay, ich kann Scorpio verstehen, dass der da nicht auf der Seite vom alten Lager ist. So, jetzt ist die Frage, wo ist denn eigentlich Gorn hin? Ist er denn gerade im neuen Lager oder... so... Was ist denn hier jetzt Neues? Ich muss so schnell wie möglich das neue Lager warnen und Saturas über die Ereignisse aufklären. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Toll, ich wollte nicht zu weit. Und... Warte mal. Verbannung aus dem alten... Zieht so... Ja. Okay. Also wir beeilen uns aber. Vielleicht ist Gorn auch wirklich hier im neuen Lager noch unterwegs. Nicht, dass er jetzt in dem einen, in der einen Ruine ist. Und wir jetzt dahin gehen müssen, um zu suchen. Scheint ein schönes Schwert zu sein, auch schon groß. Ein Einhänder. Jetzt kommt, jetzt bin ich hier auch verbannt. Das wäre es jetzt auch noch. So, Bandit. So, als allererstes Gorn suchen und dann
Hier, Saturas. Jetzt ist die Frage, wo ist denn eigentlich Gorn? Es wird auch schon wieder dunkel. Wie schnell hier eigentlich die Tage umgehen. Das ist heftig. Wie viele Tage bin ich jetzt hier? 3 Wochen. 3 Ingame-Wochen bin ich schon dabei. Ist schon eine Zeit, auf jeden Fall. Okay, da können wir nicht so hoch. Immer noch nicht. Boah, das sieht aus, als wäre das Gorn. Bitte lass das Gorn sein. Das ist nicht Gorn. Wo ist Gorn? Ich halte mich da lieber raus. Ich habe meine Erfahrung und. Kann mir keiner sagen, wo Gorn ist, ne? Aber behalte es für dich. Ich muss. Früher. Söldner, Söldner, Söldner. Torloff. Urik? Ich halte mich da lieber raus. Hallo. Man muss wie sieht's aus? Ich damit nichts zu tun habe? Ist auch nicht so heiß gegessen, wie es gekommen. Wo finde ich Lee, Laris, Gorn? Wo finde ich Gorn? Wenn du in die Wohnhülle kommst, halte dich rechts. Direkt vorne sind ein paar Hütten. In einer davon wohnt er. Erstmal abwarten. Man muss eben aufpassen. Okay. Kann ich da mal vor. Ja, Urik? Man muss eben aufpassen, was man damit sagt. Für dich, das muss ja nicht jeder. So, wir quatschen jetzt erst einmal mit. Dann, also dann mit Saturas. Damit er zumindest Bescheid weiß. Was gibt es Neues von unseren Freunden aus dem alten Lager? Gomez hat alle Feuermagier töten lassen. Dieser Hund. Ich hatte Coristo gewarnt. Ihm war noch nie zu trauen. Du musst Saturas davon berichten. Ja, da wollte ich eigentlich auch hin. Ah, da ist Gorn. Gut, dass du wieder zurück bist. Es ist etwas Schreckliches passiert. Lass mich raten. Die freie Mine wurde von Gardisten aus dem alten Lager überfallen, die niemand kommen sah. Moment. Woher? Aber natürlich. Du hast es im alten Lager erfahren. Gorn kam kurz vor dir hier an. Was kann Gomez nur veranlasst haben, solch einen aggressiven Schritt zu wagen? Ihm müsste klar sein, dass dieser hinterhältige Überfall einen Krieg heraufbeschwört. Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Gomez hat alle Feuermagier töten lassen. Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Verschüttet. Natürlich. Dann gibt das Ganze langsam einen Sinn. Gomez steht mit dem Rücken zur Wand. Er ist gefährlicher denn je geworden, denn nun, wo er nichts mehr zu verlieren hat, wird er zu allem fähig sein. Gomez hat alle Feuermagier. Gomez hat alle Feuermagier töten lassen. Töten lassen? Wieso bei Belia hat er so etwas getan? Sie waren gegen den Überfall auf die freie Mine und stellten sich gegen Gomez. Dann sind wir alle verloren. Ohne die anderen 6 Magier werden wir die geballte Kraft des großen Erzhaufens nicht kontrollieren können. Ich danke dir trotzdem dafür, dass du diese gefährliche Botschaft an mich überbracht hast. Das alte Lager hat mich verbannt, weil ich euch geholfen habe. Bei der Sache mit den Feuermagiern erwähnst du einen weiteren. Jemand. Das alte Lager hat mich verbannt, weil ich euch geholfen habe. Du gehörst nicht länger zum alten Lager? Dann heiße ich dich in unserer Gemeinschaft willkommen. Heißt das, die Söldner werden mich aufnehmen? Heißt das, die Söldner werden mich aufnehmen? Sprich mit Lee. Er wird sich darum kümmern. Danach komm wieder zu mir. Bei der Sache mit den Feuermagiern erwähntest du einen weiteren jemand. Als du mich zu den Feuermagiern schicktest, erwähntest du einen weiteren jemand. Nun, ich hoffte, wir würden ohne seine Hilfe auskommen. Aber so wie die Dinge stehen,
Wer ist dieser jemand? Also gut. Vor vielen, vielen Jahren. Bitte die Kurzform. Geduld. Also, als wir, die 12 Magier, damals die Barriere erschufen, wurden unsere magischen Kräfte von einem 13. Zauberer gelenkt und geleitet. Ein 13. Zauberer? Ich dachte, es hätte nur 12 gegeben. Die meisten, die die ersten Tage der Kolonie nicht miterlebt haben, glauben das. Dieser 13. Zauberer war einst unser Anführer. Das alles war, bevor wir uns in den Feuer- und Wasserkreis zerstritten haben. Doch er verließ das alte Lager, das damals noch das einzige Lager in der Kolonie war. Ja, wie heißt dieser 13. Zauberer? Xardas. Wie heißt dieser 13. Zauberer? Sein Name ist Xardas. Kaum einer kennt noch die alten Geschichten über ihn. Die, die es tun, nennen ihn nur den Dämonenbeschwörer. Hm? Warum verließ er das alte Lager? Er begann sich intensiv mit der Beschwörung untoter und magischer Wesen zu beschäftigen. Das beunruhigte nicht nur Gomez. Selbst die meisten der anderen Magier lehnten sich gegen ihn und sein unheiliges Treiben auf. Was passierte dann? Er war, anders als Gomez, kein Schlechter. Also ging er dem Konflikt aus dem Weg und verließ die anderen. Hm? Wo kann man diesen Zauberer finden? Er lebt heute zurückgezogen in seinem Turm mitten im Orkgebiet. Den haben wir, glaube ich, gesehen. Der südlichste Ort der Kolonie. Hm? Ich werde zu Xardas aufbrechen und ihn um Hilfe bitten. Er ist der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann. Wenn er keinen Rat weiß oder uns nicht helfen will... Er wird. Da wäre noch ein Problem. Ja, wir haben in den vergangenen Jahren öfters versucht, mit Xardas Kontakt aufzunehmen. Doch er scheint wohl lieber ungestört zu bleiben. Was bedeutet das? Keiner der Boten kehrte je von seinem Turm zurück. Du wirst einen Weg finden müssen, an seinen Kreaturen vorbeizukommen. Es scheint also weiterhin interessant zu bleiben. Wie werde ich mit seinen Kreaturen fertig? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Am besten, du betreibst etwas Nachforschung in unserer Bibliothek. Vielleicht wissen die alten Bücher etwas über Stärken und Schwächen von magisch beschwörten Kreaturen. Ich werde die Bibliothek durchstöbern. Und mach dir keine Sorgen. Ich komme wieder. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Ja, hoffe ich auch. Das wird wirklich immer interessanter hier. So, Gorn, ich habe auf... Hi. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Eine gute Nachricht. Sie wollen sich mit dir und Lester treffen, an eurem üblichen Treffpunkt. Danke. In diesen turbulenten Zeiten sind gute Freunde unersetzlich. Auch du gehörst mittlerweile schon fast zu uns. Auf dich ist Verlass. Jo, was hast du jetzt vor? Die gesamte Verteidigung unseres Lagers muss nun umgestellt werden. Das braucht Zeit. Bis Lee und seine Leute soweit sind, werde ich mich erstmal Korts provisorischen Wachposten anschließen. Plant ihr einen Gegenschlag? Noch nicht. Aber der Tag wird kommen. Wenn du mich suchst, gehe von hier in Richtung Mine. Dort werde ich meinen Posten beziehen. Okay. So, jetzt haben wir viele Aufgaben bekommen. Xardas und dieser 13. Zauberer namens Xardas lebt zurückgezogen in einem Turm mitten im Orkgebiet. Ich habe mich dazu bereit erklärt, ihn aufzusuchen und um Hilfe zu bitten. So, in der Bibliothek der Wassermagier gibt es Schriften über die Gefahren und Schwächen solcher Wesen. Ich sollte mir etwas Zeit nehmen, um dort herumzustöbern. So. So viel haben wir schon erfüllt. Jo, ist schon viel. Gescheitert ist aber nichts, ne? Ich glaube, hier führt das zur Bibliothek, oder? Schauen wir mal. Okay, das scheint doch keine Bibliothek zu sein. Und das scheint auch sehr tief zu sein. Ich habe so das Gefühl, hier werde ich gleich angegriffen. Erzbrocken?
Manche lernen eben gar nichts dazu. Ah, ich weiß, wo ich bin. So, die Erzbrocken nehme ich alle mit. Yo. Ich weiß, wo wir sind. Alter, wie das hier am Glitzern ist. So viel Erz. Boah, wie krass wäre das, wenn wir jetzt auch noch selber der Anführer des alten Lagers werden könnten. So, Alter, so viel Erz. Muss ich alles mitnehmen? Ist wichtig. Das ist wichtig für die Lore, ja? Dass wir das alles mitnehmen. So, dann ist da oben irgendwo so ein Fenster, oder? Oder auch nicht. So, wo geht's jetzt nochmal raus? Wieder zurück. Oh, noch ein Erzbrocken. Und noch einer. Okay, wir wissen zumindest, wo es runter zum Erz geht. Da bin ich jetzt aber auch gespannt, Xardas mal hier anzutreffen. Ah, nein. Nach oben, bitte. Aber ich würde gerne eigentlich wirklich dem alten Lager noch beibleiben wollen, ja? Ich finde es jetzt schade, dass wir verbannt wurden. Ich weiß jetzt nicht, ob wir immer noch Teil davon sind, wenn dieses Kapitel hier beendet ist. Und ob wir dann auch noch eine neue Rüstung kriegen. Wo bin ich eigentlich, die Bibliothek? Nefarius, was macht der denn da alles? So. Genau. Mit Lee könnte ich jetzt auch quatschen, um hier beizutreten. Mal gucken, was passiert, wenn wir mit den Jungs da drüben nochmal quatschen. Solange ich damit nichts zu tun habe. Oben, wo die anderen waren, war ja eigentlich hier Laris. Das weiß ich ja noch. Wo willst du denn hin? Wo geht's hier denn hin? Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Ich will zu Laris. Ich will zu Laris. Kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Verlass dich. Okay. Aber immer wieder dieselbe. Das geht nicht zu Laris. Rosco. Hallo. Hi. Wie kommst du hier rein? Was ist mit Rosco? Er hatte keine Lust, mich aufzuhalten. Was willst du? Wo kann ich hier was lernen? Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Man darf auch nicht alles glauben. Ich will mich verbessern. Ich will mich verbessern. So, Geschick brauchen wir auch noch mal ein bisschen. Haben wir noch hierfür was? Ja, da haben wir noch was. Ich kann dir nichts beibringen. Du hast nicht genug Erfahrung. Okay. So. Das war jetzt Laris. So. 76 haben wir jetzt Stärke und Geschick 35. So, wo haben wir jetzt die Waffen? Hier, da haben wir den. Den haben wir jetzt. 28 bräuchten wir dafür. Passt. Aber den Wassermagiern will ich jetzt auch nicht unbedingt mich anschließen. So, dann gehen wir jetzt noch einmal hier ins Bett. Damit wir es schön hell haben. So, einmal pennen. Ja, bis zum nächsten Morgen. So, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir zu, dass wir ein bisschen stärker werden. Also nochmal einiges.
und gegen hier die ganzen anderen Kreaturen da ankommen. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt mit den der Krieg da zwischen dem alten und dem neuen Lager aussieht. Ob wir da jetzt echt ein richtiges Schlachtfeld sehen oder nicht. Keine Ahnung. Und dann machen wir uns auch noch danach auf die Suche nach Xardas. Also wird noch sehr, sehr spannend hier auf jeden Fall. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.